Hallo allerseits zum Thema Vektoren im Raum. Wir geben zuerst einen Punkt A ein, zum Beispiel mit Koordinate 1, 2, 3. Jetzt noch einen Punkt B, zum Beispiel mit Koordinate minus 1, 0, 4. Und jetzt konstruieren wir den Vektor AB. Dazu nehmen wir diesen Vektorbefehl, Klick. Wir klicken auf A, Klick, und auf B, Klick. Da ist er, dieser Vektor AB, der von GeoGebra klein u genannt wird. Und GeoGebra zeigt hier an, der Vektor hat als Koordinate minus 2, minus 2, 1. Jetzt geben wir in der Eingabezeile ein, der Vektor V, also klein v, mit Kleinbuchstaben werden die Vektoren bezeichnet, und der soll als Koordinate genau minus 2, minus 2, 1 haben. Enter. Und wir sehen im 3D-Fenster, dass GeoGebra diesen Vektor AB durch die eingegebene Koordinate als Ortsvektor zeichnet. Ich lasse das Ganze mal drehen. Wir sehen schön, diese beiden Vektoren sind gleich, aber wenn man den Vektor in der Eingabezeile mit der Koordinate eingibt, dann wird er als Ortsvektor gezeichnet. Hier habe ich diese zwei Vektoren U und V schon eingegeben und ihnen auch die Farben Grün und Rot gegeben. Damit sie noch besser hervorgehoben werden, kann man den Achsen die Farben wegnehmen. Das durch Rechtsklick auf das 3D-Fenster, Grafik und hier farbige Achsen können wir deaktivieren. Jetzt sind die Achsen schwarz und die Vektoren U und V besser hervorgehoben. Geben wir jetzt eine Linearkombination von U und V ein, zum Beispiel U minus 2 mal V, Enter, und da ist ja auch schon diese Linearkombination von U und V. Möchten wir zum Beispiel die Länge vom Vektor U bestimmen, so geben wir in der Eingabezeile einfach ein, Länge, wir nehmen die erste Möglichkeit, Länge von einem Objekt, und als Objekt geben wir einfach Vektor U ein, Enter. Die Länge von diesem Vektor U, das ist 3,74. Kommen wir jetzt zum Winkel, den diese beiden Vektoren U und V bilden. Dazu geben wir einfach ein Winkel. Die zweite Möglichkeit ist Winkel zwischen zwei Vektoren, also wählen wir die. Der erste Vektor ist U. Jetzt die Tabulatortaste, Tab, V, Enter, und der Winkel, den diese beiden Vektoren bilden, hat eine Öffnung von 61,43 Grad und dieser Winkel ist in der Zeichnung auch eingezeichnet. Das sehen wir schön, wenn wir die Zeichnung drehen lassen. So einfach kann man in GeoGebra den Winkel zwischen zwei Vektoren bestimmen. Kommen wir jetzt zum Skalarprodukt von U und V. In der Eingabezeile geben wir ein Skalar, da ist es auch schon das Skalarprodukt, wir wählen diese Möglichkeit aus. Der erste Vektor ist U, Tab, der zweite Vektor ist V, Enter, und das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren beträgt 4. Jetzt kommen wir zum Kreuzprodukt der beiden Vektoren, das Vektorprodukt. Wir geben in der Eingabezeile ein, einfach Kreuz, da ist es auch schon das Kreuzprodukt von U, Tab, V, Enter. Das Kreuzprodukt von U und V, das heißt U vektoriell V, in dieser Reihenfolge hat als Koordinate 7, minus 2, minus 1. Und es wurde auch hier eingezeichnet. Nehmen wir mal die Linearkombination weg, auch den Winkel Alpha. Hier, dieser Vektor, das ist das Kreuzprodukt U vektoriell V. Lassen wir das Ganze wieder etwas drehen.
schön zu erkennen. Um die Distributivität des Vektorprodukts gegenüber der Vektorenaddition zu beweisen, eignet sich das 3D-Fenster von GeoGebra sehr. In diesem Beweis brauchen wir einen Punkt O und eine Ebene, die diesen Punkt enthält. Auch werden drei Vektoren U, V und W angegeben, die als Ursprung diesen Punkt O haben. Und dann projiziert man diesen Vektor V orthogonal auf diese Ebene und erhält so den Vektor V'. Dasselbe macht man mit W, auch dieser Vektor wird orthogonal auf diese Ebene projiziert und so erhalten wir den Vektor W'. Dann braucht man noch die vektorielle Summe von V und W, das ist dieser Vektor, der ebenfalls orthogonal auf diese Ebene projiziert wird. Und im Beweis brauchen wir dann auch noch den Einheitsvektor längs Vektor U. Den nennen wir klein e. Und dann braucht man in dem Beweis die Sicht von oben. Wie sieht diese Situation von oben aus? Dazu klickt man auf diesen Würfel mit der grauen Fläche nach oben. Ich klicke jetzt drauf und wir beobachten, was in der 3D-Zeichnung passiert. Klick. Ich stelle das Ganze nochmal zurück. Ich klicke nochmal auf den Würfel. Klick. So haben wir die Sicht von oben. Jetzt drehen wir den Vektor V' in dieser Ebene um diesen Punkt O und das um 90 Grad. So erhalten wir diesen Vektor. Dasselbe machen wir für den Vektor W'. Wir drehen auch diesen Vektor um 90 Grad um diesen Punkt O. So. Und genau dasselbe machen wir auch für den Vektor V plus W'. So. Im Beweis stellt man dann fest, dass dieser Vektor nichts anderes ist als die Summe von diesen beiden. So. Und so konnte man das schön von oben sehen. Zum Schluss stellt man das Ganze wieder zurück und macht dann weiter im Beweis. Als Aufgabe dazu schlage ich vor, die folgende Präsentation vorzubereiten. Schaut! Ich wünsche viel Vergnügen dabei.